Schönen guten Tag, liebe Menschen. Systemgestaltendes System stellt eine Frage. Und zwar haben wir diesen Einkaufswagen vom Zielpunkt. Der stand dann plötzlich bei der Tauschbox. Ich bin dann runtergegangen, wollte ihn zurückbringen. Hab dann beim Lidl rausgefunden, dass es keinen Zielpunkt mehr gibt. Dann bin ich wieder hoch und habe ihn wieder zur Tauschbox gestellt. Irgendjemand hat dann gemeint, verständlicherweise, nachdem wir so viele Probleme auch mit Behörden haben, weil sie meinen, dass neben der Tauschbox immer zu viel Gerümpel steht, irgendjemand hat dann den genommen und hat den einfach ein Stück weggeschoben. Die Frage ist, was ist das Richtige für die Zukunft? Wie gehen wir in eine positive Zukunft? Kann denn nur wer brauchen? Kann man noch was machen? Sollen wir ihn jetzt wegbringen zur MA48, damit er dort entsorgt wird? Sollen wir jemanden suchen, der aus dem was macht? Was ist sozusagen der richtige Weg für eine positive Zukunft? Wir wollen immerhin 2040 klimaneutral sein. Da können wir solche Dinge nicht einfach wegschmeißen, sofern, wenn sie noch wer braucht. Auch wenn es manche Menschen jetzt bei unserer Tauschbox hier stört, dass da dann plötzlich so ein Wagen für eine gewisse Zeit steht. Aber wir hatten jetzt ja ohnehin eigentlich die beste Idee. Wir machen einen mobilen Obstbaum daraus. Mal schauen, ob es wirklich so weit kommt. Ich persönlich stelle mir vor, dass da dann irgendwie so ein, ja, diese heute die modernen Heidelbeerbüsche, die dann so groß sind, wo so massenweise große Heidelbeeren drauf sind. Das könnte, glaube ich, wunderbar drin wachsen. Ja, so ähnlich wie hier, dieser mobile Obstbaum. Hier haben wir eine Pflaume und hier den Chop-Sui-Baum, der hier so rauskommt, der hier rauswuchert. Ja, und hier hätten wir dann, weiß ich nicht, vielleicht eine Himbeerpflanze oder eben, ja, wie gesagt, die Heidelbeere und ein paar Erdbeeren dazu, wie auch immer. Unser neuer mobiler Obstbaum. Ja, so gilt es eigentlich überall, die Idee zu finden, um es zu schaffen, dass wir wirklich 2040 klimaneutral sind, müssen wir uns alle ein bisschen auf den Denken anstehen. Vielen Dank. Map. 1, 2, 3. Map. Okay, jetzt müsst ihr daran denken, dass es mich so richtig auslacht dabei. Der Trottel. 1, 2, 3. Nein, nicht lachen. Beim Map so richtig auslachen. Ohne Lachen. 1, 2, 3. Map. 1, 2, 3. Map. Okay, und jetzt lachen wir Map und lachen. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Na, war nicht gut.